Und das sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge von World of Tanks. Hallo. Ja, mit dem Standardteam hier. Und wir fangen einfach mal an mit dem Su-100 M1, ein Jagdpanzer. Haben wir, Ja, glaube ich, länger also nicht mehr gezeigt, aber ich nehme ja. mein KV-2 hier. Eigentlich ist der Panzer auch nicht so doll. Ah, eine Stadtmap. Eine Stadtmap, sehr gut. Ruinberg. Ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Also ich fahre in die Stadt. Ja, dann versuche ich mal dich zu supporten. Auch wenn es nicht so einfach sein wird, denn mit dem Panzer hier in der Stadt. Jagdpanzer ist halt nun mal nicht so stadttauglich. Naja, ich bin auch öfters mal mit meinem Jagdtiger in der Stadt und ja, da kann man für einiges reißen, Ja, aber. wenn man eine gute Panzerung hat, dann ja. Aber die Panzerung hier ist nun mal nicht so toll. Ich versuche mal einen Spot weiter hinten zu bekommen, da so an der Kirche oder noch weiter hinten. Das müsste eigentlich gehen. Los geht's! Und dass ich dann da ein wenig reinfetz. Die Nachladezeit ist recht gut für den Schaden von 250. Lade ich 6,71 Sekunden nach. Ist ganz nett. Ja, ich lade 20 Sekunden nach. Komma. 2,5. Ah ja. KV2 Nachladezeit. Ja. Erreicht man aber auch bloß, wenn man eine 100% Crew hat und ja, verschiedene Gunrammer und Module. Ventilation. Was? Ja, und Gunrammer und Ventilation. Ja, verschiedene Module, habe ich ja gesagt. Ja, kannst du ja etwas präziser formulieren. Ja, nicht so den Gegner stark machen. Nee, Scherz. Ja, Support hier für mich. Hallo. Ja, ich bin schon da. Da kommen Die sind gleich alle schon so weit vorne. zwei solche Tier 8 Panzer. Die stehen alle schon da vorne. Da vorne ist ein Tiger 2 und ein IS-3. Da ist ein VK und ein Tiger 2. Ja. Da ist ein VK Alter, von uns. wieso mache ich 300? Scheiße, der schießt mich ab. Schießt mich von links ab, scheiße, E25. Aber der macht mir irgendwie keinen Schaden. Ich nehm's No. zurück, ich nehm's zurück. Jetzt hat er auf einmal doch Schaden gemacht. Ah, schon besser der Schaden hier am Tiger 2, 315. Ach verdammt, die Oh Idioten schauen in shit, meine Tiger 2 Richtung. kommt. Oh shit. Die Idioten schauen alle in meine Richtung. Die Idioten kommen gerade in meine Richtung. Ich fahre hier weg, das gibt's doch nicht. Hilfe! Von allen Seiten wird man beschossen. Ja, ich guck mal, was ich da machen kann. Schaut er gerade in deine Richtung? Ja, der kommt in meine Richtung, ja, und ich bin hier der Einzige eigentlich. So, ich supporte dich mal kräftig. Gut. Wir wollen mal sehen hier. Ja. Der Tiger 2 kommt jetzt auch von der Seite. Sehr gut. Scheiße, ich glaube, der Tiger 2 hat es auf mich abgesehen. Ah, gut. Tiger 2 ist tot. Sehr schön. Dank meiner Hilfe wieder. Ja, und der Tiger 2, der hat jetzt nicht viel gemacht. Also unserer. Ich komme dann einfach mal mit Wieso fährt er vorgerauscht. jetzt wieder weg? Ja, der sieht vermutlich, dass die auf der anderen Seite durchbrechen. Aber du hast ja noch einen Prototyp hinter dir. Ja, mit wahnsinniger Geschwindigkeit hinter mir, ja. Und mich halt. So, den schnappen wir uns jetzt, den RHM. Ich lade nach, fahr nicht so. Noch nicht vor. Ich kann dich noch nicht unterstützen, ne? Ich sag's gut. Der RHM dreht sich gar nicht. Und Sorry. tot. Wo ist denn der E25 hin? Was ist denn da? Da ist er. Da ist er. Scheiße. Zum Glück schießt er nicht auf mich. Haben wir bloß die Ketten weggeschossen?
Ah, da war ein Frack im Weg. So. Kevin Ponda. Nur wegen dem scheiß E25 habe ich mich gedreht, sonst hätte der mich nie getroffen. Ja, jetzt ist er tot. Ja, der kann mich mal. Ja, Kevin Ponda, ne, ich verstehe nicht. Die verfolgen mich ja immer hier die ganze Zeit, seitdem die Artillerien genervt wurden. Trumpfen irgendwie diese GW Pandas auf. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Vorher waren die besser. Die schießen mich immer ab, diese dummen Artillerien von GW Panda. Ne? Ey, die sind gar nicht so toll. Ich habe meinen sogar verkauft. 10 Sekunden mehr Nachladezeit. Die können mich mal. Ich verstehe auch nicht. Normalerweise war die Nachladezeit immer so gut, dass man schießen konnte, sich bewegen konnte, neuen Spot suchen konnte. Also nächsten Busch irgendwie. Dann wieder zielen konnte und sobald der Zielkreis eingezielt war, konnte man den nächsten Schuss machen. So 20, 21 Sekunden Nachladezeit. Und jetzt mit den 30 Sekunden ist das doch verarsche. Nee, ich verstehe das auch nicht so ganz. Und die Genauigkeit ist irgendwie auch schlimmer. Immer. Die Genauigkeit ist auch schlimm. Und mich hat er wieder abgeschossen. Ja, wenn du da vorne stehen bleibst. Ja, der Turm steckt fest. Ja, ich merk's ja. Ja, war ja eine ganz nette Runde. Ja. Der Panzer kann aber besser, das habe ich auch schon mal anders mal gesehen. Beziehungsweise ist das auch mehr mit Glück verbunden. So gut ist der Panzer eigentlich nicht. Ja, ich stehe recht weit oben, sehr schön. Manchmal habe ich auch T9er angezündet, das war immer ganz amüsant. Und dann machen wir jetzt auch mal hier mit dem A43. Noch ein Gefecht hier mit dem A43. Genau, der Panzer ist eigentlich ganz nice. Eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Ist ein recht schneller Panzer. Wenn wir dann mal in ein Gefecht kommen würden, könnten wir ihn euch auch zeigen. Ja, das wäre echt von Vorteil. Ah, 18 Sekunden, gut. Jetzt sieht's so aus. Ah, Minen. Aufpassen, das sind Minen. Haha. Das wäre ja, doch echt lustig, wenn es in World of Tanks noch Minen gäbe. Wärst du auf einmal bumm tot. Nee, ganz ehrlich, die braucht man nicht auch noch. Es gibt schon so viel RNG-Faktoren. Ja. Wir könnten versuchen, auf den Berg zu fahren. Dann können wir Minenräumpanzer einführen. Ja, ich freue mich ja schon auf das 9.0 Update. Als nächstes kommt ja 8.11, keine Ahnung, da wird nicht allzu viel geändert. Ja. Da kann man dann, glaube ich, die gesamte Besatzung auf einmal trainieren und umschulen. Ja, das ist echt gut, weil ständig dieses Rumgeklicke, das ist echt nervig. Ja. Und ja, 8.11, ja, da werden ein paar Tier 10 Panzer irgendwie. Ja, ich glaube, die 150mm Kanonen oder so, die normalerweise 850 Schaden machen, machen dann nur noch 750 oder so. Ja. Und du triffst ne wieder. Ja, und ja, neue Karten werden hinzugefügt und so. Was, neue Karten? Ja, eine neue Karte wird hinzugefügt. Ach so, ja, es soll die Winterkarten dann geben. Beziehungsweise zwei Karten sollen als Winterkarten gemacht werden. Alter, die sollen sich alle verpissen. Meine Kette ist weg. Noch 2 Sekunden. Ja. Mist. Das hab ich dir nicht getroffen. Lol, wie wir sie alle verarschen. Ja, leicht lustig, ne? Ja, echt so. Ah, die Hellcat. Ah, hab ich die Ketten weggeschossen können. Ich dachte, ich war das. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann man den T29 da treffen? Ah, jetzt. Hey, ich kann den nicht mehr treffen. Ah, jetzt den Tiger. Alter, du stehst die ganze Zeit vor mir rum. Jetzt fahr da mal weg. Hier steht so ein scheiß Frack vom E25. Kann ich überhaupt nichts abschießen? Oh, fuck. Fahr da weg. Ganz im Ernst, da repariere ich meine Kette.
Ja, aber ich fahre jetzt hoch und versuche die mal von hinten zu bekommen. Die sind eh bloß abgeprallt. Aber erst gucke ich mal, ob ich den VK da hinten irgendwie abschießen kann. Und den NA da unterstützen kann. Oh, da ist ein T25, da ist er. Ist das der, der vorhin auf dem Berg war? Ne, kann vorhin sitzen. Ah, T25. Was machst denn du so? Ja, ich versuch die da zu bekommen. Kann das nicht noch mit unterstützen? Wo ist denn der VK da hinten hin? Ich weiß es nicht. Ach ne, Kette verloren. Ja, selber schuld. Jetzt den VK. Ah, ich bin hier den Berg runter und hab die Kette verloren. Ist natürlich nicht optimal, genau. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wäre überall passiert. Oh. So eine Verarsche. Toll. So, jetzt den Jagdpanda. Oder die Hummel. Erstmal die Hummel. Ja, ist ein recht schneller Panzer und ihr habt gesehen, er geht schon. Und je nach Situation kann man auch ziemlich gut andere Panzer damit umrunden. Besonders Jagdpanzer. Und Artillerie. Komm, Jagdpanda, haltet durch. Wir kommen ja schon, um dich zu killen. Oh nein. Da ist ein scheiß Stein im Weg. No! Jetzt hätte ich ihn optimal von hinten nehmen können. Ich auch. Ja. Unterstützer bekommen. Hey, ich habe eine große Ersatzteilkiste bekommen. Ne, 15 große Ersatzteilkisten oder was auch immer. Achsen und Alliierte. Ach ja, es gibt ja im Moment dieses Special, dass man den T15 oder wie der heißt, gewinnen kann. Welche Stufe ist der? T3. Aber immerhin gibt es einen kostenlosen Stellplatz und den nehme ich natürlich immer gern. Ja. H43, wir stehen recht weit oben. Geiles Match. Ja, ich habe Unterstützer bekommen. Und, ja. Das war's jetzt eigentlich. War mal etwas kürzer, aber dafür eine flottere, schnellere Runde. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.